Herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Minecraft. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Die Schweiz und die EU. Ich habe so ein bisschen die Vergangenheit beleuchtet, was da so in der Vergangenheit so ein bisschen abgelaufen ist, ne? Mit der verloren gegangenen Abstimmung zum Schweizer EU-Beitritt. Das war so eine Art Brexit, bevor er überhaupt... Also, wir sind rausgegangen, bevor wir überhaupt raus konnten. Ne? Hab vielleicht so ein bisschen erklären können, wie das kam. Das war damals auch die Sternstunde der damals neuen konservativen Volkspartei, der SVP, der Schweizerischen Volkspartei, die in jüngster Vergangenheit so ein bisschen in der Schweiz die Rolle der AfD jetzt nicht ganz so bissig und niederträchtig wie die AfD, aber doch so die Stoßrichtung. Quasi so, stellt euch vor, die AfD würde sich anständig, also die ganzen Nazis würden sich anständig aufführen, würden an den Rednertisch gehen und nicht Leute verprügeln, sondern halt da argumentieren, dann habt ihr die SVP. So, wo wollen wir überhaupt hin? Wir haben nur noch 4 Steinchen übrig, die setzen wir hier noch dran, holen dann gleich mal neue. So, wie gesagt, ich habe so ein bisschen jetzt vielleicht die Vergangenheit der Beziehungen Europa, EU, Schweiz beleuchten können. Und ich möchte jetzt hier in dieser Folge ein bisschen in die Zukunft blicken. Was kommt denn noch? Was ist denn in den nächsten Jahren zu erwarten? Und eigentlich wären... Machst du hier. Immer aus dem Weg, Mann. Eigentlich wären wir mitten in dieser Zukunft. Geplant war, dass ein Rahmenabkommen, ein institutionelles Rahmenabkommen heißt das, in Kraft gesetzt wird, dass all diese einzelnen Verträge, die die Schweiz mit der EU hat, Personenfreizügigkeit, dann das sicherheitspolitische Ding damit, Schengen, Dublin, das heißt polizeiliche Datenaustausch, dann mit der Forschung Horizon 2020, so all die Sache, all die Sachen, dass die in ein einheitliches Abkommen, so ein einheitlicher Deal gepackt werden, weil faktisch sind sie das jetzt bereits. Also wenn eins gekündigt wird, dann sind auch alle anderen hinfällig. Weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Wollte es einfach mal gemacht haben. So. Dann sind wir hier aber richtig aus dem Vollen. Genau. So, das ist aber durch den Widerstand, der sich halt ein bisschen regt in der Schweiz, vertagt worden. Also beide Parteien, die Schweiz und die EU, sind sich einig. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das an den Mann bringen, dieses Abkommen. Das Problem ist am Ende, das beinhaltet unter anderem, dass bei Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien ein Schiedsgericht eingesetzt wird. So, erstmal war da die Idee, dass dann der EuGH, also dieser Europäische Gerichtshof, urteilt, wie er das in vergleichbaren Fällen bei Streitereien zwischen zwei EU-Mitgliedstaaten. Ich hab doch Schiss. Wollte ich da arschcool drüber laufen und... Na gut. Genau, der EuGH da urteilt und das war natürlich erstmal völlig ausgeschlossen. Wir verheizen da jetzt den ganzen Cobblestone, den schönen, guten... Noch ganz anderes Werkzeug. Zum Glück habe ich die Diamanthacke noch abgelegt. So kann es gehen. Ärgerlich, aber kann passieren. So, wir versuchen es noch einmal. Wir rennen wieder blindlings ins Verderben. Nein, diesmal machen wir es richtig. So, dieses Rahmenabkommen mit dieser Gerichtsbarkeit war so der Stein des Anstoßes. Hat man unterdessen korrigiert. Da soll jetzt ein Schiedsgericht einberufen werden, das immer von einem Schweizer Richter und einem dann von der Gegenpartei und, glaube ich, dann einem vom EuGH präsidiert wird. Also diese drei würden dann über die Sache befinden. Da hätte die Schweiz immerhin im Richtergremium Einsitz. Aber auch das scheint nicht gut genug zu sein. Also das Problem ist, dass sich die Schweiz da dann einem Gericht unterwerfen würde, das nicht in der Schweiz ist. Und somit auch nicht unbedingt in der Kontrolle der Schweiz ist. Und außerdem ist da
sind da viele Geschichten drin, wo die Schweiz dann Gesetze nachvollziehen muss. Also wenn die EU da anfängt zu legiferieren, also Gesetze zu machen, müssen wir das umsetzen und werden sonst von diesem Schiedsgericht verurteilt. So, und das ist natürlich für den Schweizer Bürger, der da stimmberechtigt ist. Und über das Schweizer System mit der Demokratie werde ich auch nochmal eine Folge gestalten. Da ist das erstmal sehr schwierig, weil es einen Machtverlust bedeutet. Also es ist Machtverlust, so ein Kontrollverlust. Also man darf nicht mehr das, was man vorhin durfte, frei über seine Geschicke bestimmen, mittels Initiativen, Referenten, Unterschriftensammlungen und so weiter. Also es ist vielleicht ein Vergleich. Ihr habt ein Auto und dann dürft ihr auf einmal entscheidet jemand anders, welcher Gang gerade eingelegt wird. Und ihr habt euch dann mit der Fahrgeschwindigkeit dem anzupassen. Was habe ich jetzt hier gerade gemacht? Man weiß es nicht. Aber wir sind am anderen Ende angelangt. Und wir haben hier ganz viel Glowstone, für das ich ziemlich viel Dingens ausgegeben hatte. Aber auch das ist nun mal, wie es ist. So, aber das bringt uns jetzt erstmal nichts, weil hier bräuchten wir wieder eine Spitzhacke. Wir sind hier gar nirgends angelangt. Was wir versuchen können... Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ohne Scheiß. Wir haben gerade unser ganzes Baumaterial verballert. Im Nether. Ich bin gerade auch ziemlich durchfrustriert. Oh, hallo. Ihr habt sehr viel Liebe, das ist schön. Habt ihr denn genügend Betten? Oder zählt ihr jetzt mein Bett da etwa dazu? Ihr Geier. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Häuserbaufolge draus. Bauen jetzt aus den restlichen Steinen den Jungs ein Häuschen. Bauen wir noch ein bisschen Holz dazu. Eine Tür wäre nicht schlecht. Dann würde ich sagen, legen wir los hier, Steingebäude Nummer 1 für die Dorfbewohner. Hat nicht gefunkt, ne? Kann nicht immer klappen mit dem Nachwuchs. Ist in Ordnung. So. Auch das hier würde ich gerne wieder hier so ein bisschen an die Seite anordnen. Das würde dann bedeuten, käme das hier so zu liegen. Ja, das kann man so unterstützen. Immerhin falle ich hier nicht in die Lava. So, da machen wir jetzt aber gleich zwei Wohneinheiten draus. Weil so wie das Dorf hier gerade zu wachsen scheint, scheint mir das auch nur angemessen. Lass mal so. Oh, wir haben echt alles verloren. Wir haben alles verloren. Zum Glück haben wir genügend Eisen da. Also das heißt, ist jetzt erstmal nicht sehr schlimm. Ich packe hier mal die ganze Stange ein. Wir haben. Und ich mache uns auch nochmal eine Rüstung. Wobei, Schuhe habe ich gesehen, haben wir da noch. Das heißt, ich mache mir hier erstmal nur die Teile. Auf den Helm verzichten wir. Sparen wir so. Müssen wir jenes sparen. Dann haben wir später genug. Hier in Spahn. Habt ihr den Witz bemerkt? Also ich fand ihn gut. Noch eine. So eine. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ja, da haben wir eigentlich... Ach, den Eimer haben wir auch verloren. Aber den brauchen wir erstmal auch nicht. So, einmal die Axt und einmal die Spitzhacke. Gut. Was wir eigentlich machen könnten, wäre so hier Fundament aus Stein und dann oben doch wieder mit Holz, weil ich finde, das sieht schon eigentlich ganz cool aus. Außerdem haben wir jetzt nicht gerade Steine im Überfluss, weil irgendwer sich damit zweimal in die Lava geschmissen hat. So, wo waren wir thematisch stehen geblieben? Schweiz, EU, was da noch kommt? Dieses Rahmenabkommen, das alles ein bisschen unter einem Dach regeln soll.
das wurde vertagt, weil eben da der politische Wille gar nicht da ist. Also da mag zum einen eben dieser Freiheitsgedanke, frei über seine Geschicke entscheiden zu dürfen, mag da eine starke Rolle spielen, aber auch, was man nicht unterbewerten darf, in der EU läuft es momentan einfach nicht. Also wenn EU-Kommissare jetzt hier mein Let's Play schauen, hört mal, ihr habt euren Scheißladen nicht im Griff. Ihr habt die Connection zu eurer Base, eurer Fanbase, euren Viewern sozusagen komplett verloren. Vielleicht nicht komplett, aber schon ziemlich heftig. Also der Vertrauensverlust, der da, den ich da beobachte, der ist unfassbar. Also sag mal, jedes Unternehmen, das gegenüber seinen Kunden so das Vertrauen verlieren würde, würde ich sagen, hat keine Zukunft. Ne? Okay, das hier so. Wir brauchen gleich wieder Tannenholz. So, das ist mal meine Sicht der EU. Da ist einiges im Argen. Da können wir auch eine ganze Folge wieder füllen, was denn genau da im Argen ist. Kleiner Hinweis. Politische Mitbestimmungsrechte sind gefühlt ja einfach nicht vorhanden. Kann jetzt jeder sagen, ja, natürlich kann man da wählen, da kann man, ne, da kann man die Abgeordneten wählen. Aber am Ende entscheidet da der Ministerrat und der entscheidet nach Bevölkerungsgröße. Und das ist, hier haben wir Holz, ich und mein Holz, wird wieder niemals irgendwohin reichen. Naja, ist nun mal so. So. Aber wenn das ja so ist, dann müsste man doch da was dagegen unternehmen. Und da beobachte ich ziemlich wenig. Und da bin ich überzeugt, sehen auch meine Mitbürger in der Schweiz zu wenig, um da noch einen Beitrittswillen entwickeln zu können. Also sag mal, du trittst ja nicht in einen Club bei, der offensichtlich dysfunktional ist und du möglicherweise große Probleme haben wirst. Genauso wenig, wie du ein dysfunktionales Produkt kaufst. Also etwas, das von Haus aus nicht funktioniert. Fällt mir auch kein Beispiel ein, wo das irgendwie mal zumindest auch nur eine Zeit hätte funktioniert haben können, dass jemand als Unternehmen fehlerhaftes Produkt anbietet über längere Zeit und die Leute das kaufen. Vielleicht fällt euch ja da ein witziger Vergleich ein. Reicht nicht. Doch, reicht. Hier. Nein, reicht nicht. Schade. So. Das ist mal hier EU-Thema. Ja, das ist so die eine Seite, dieses Rahmenabkommen, dieses institutionelle. Und dann gibt es ja noch eine zweite Seite. Und zwar, dass in der Schweiz auch Bestrebungen am Start sind, die diese Personenfreizügigkeit insbesondere, also dass ihr als Deutsche jederzeit in die Schweiz kommen dürft, um zu arbeiten. Machen auch viele, warum auch nicht. Ist ein schönes Land hier, nette Leute. So, warum? Genau, das wird genauso angegriffen. So, warum ist das? Weil natürlich, wie gesagt, sehr viele sehr gerne hierher kommen. Mal so eine Größenordnung zu setzen. Wir haben keinen landesweiten Mindestlohn. Einzelne Landesteile kennen sowas. Mir ist gerade bekannt, der Kanton, also bei euch wäre das so ein Teil, so ein Bundesland, Neuchâtel, Neuenburg, in der französischsprachigen Schweiz liegt das. Die haben einen Mindestlohn. Also jeder, der irgendwie auch nur Straßen fegt oder irgendwie
Nägel einschlägt, also wirklich die einfachsten Arbeiten verrichtet, verdient, und jetzt haltet euch fest, 3.400 Franken im Monat. Das sind 20 Franken auf die Stunde. Könnt ihr euch jetzt vielleicht nicht so viel vorstellen. In Euro sind das, das habe ich euch mal ausgerechnet, rund 2.800 Euro. 2.800 Euro Mindestlohn. Das klingt jetzt erstmal nach happig viel Geld. Muss man aber auch sehen, die Lebenshaltungskosten sind in der Schweiz auch sehr hoch. Dann gibt es aber viele, die sagen, gut, ich möchte ja mir keine dauerhafte Existenz in der Schweiz aufbauen. Mir reicht das, wenn ich 5 Jahre irgendwo in einem Loch wohne und mir dann die Kohle ansparen kann. Und dann bin ich eh da weg und Dankeschön für die Zeit, aber brauche ich nicht. So. Und das machen natürlich sehr viele. Würde ich wahrscheinlich auch machen als Deutscher, jetzt mal ohne Spaß. Würde ich in die Schweiz ziehen, irgendwo hart arbeiten und dann mit dem verdienten Geld würde ich irgendwie investieren, in irgendwie vielleicht ein eigenes Startup gründen, wer weiß. So, und das sind natürlich Nationalkonservative auf den Plan gerückt und möchten das torpedieren. Und zwar machen sie das mit einer Initiative. Eine Initiative funktioniert folgendermaßen. Du sammelst Unterschriften für ein politisches Anliegen. Wenn du genug hast, das sind 100.000, dann wird die ganze Schweiz einmal über dein Anliegen befinden. Möchten wir das nicht? Kannst du hinschreiben, ja, nein, musst nur den Brief rechtzeitig reinschmeißen mit einer Unterschrift. Oder du kannst an die Urne gehen, kannst du auch machen. Also das machen wir 4-mal im Jahr. Das ist der Abstimmungssonntag, das ist immer an einem Sonntag. Genau, und am 7. Juni, wenn es mir recht ist, geht es um die sogenannte Begrenzungsinitiative, weil man eben diese Zuwanderung aus dem EU-Raum begrenzen möchte. Da hat man ja momentan kein Recht dazu, weil ja die Personenfreizügigkeit gilt. Also ihr dürft jederzeit kommen, ohne dass wir was sagen dürfen. Und was die Initiative möchte, die möchte da quasi die, in Anführungsschlusszeichen, die Kontrolle wieder erlangen und einfach, dass wir wieder darüber entscheiden können. So. Das in der Folge der Masseneinwanderungsinitiative, der sogenannten, die ja, da wurde 2014 drüber abgestimmt. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt mit der EU. Wie machen wir das? Personenfreizügigkeit. Wenn wir jetzt da die Leute fernhalten, dann brechen wir ja die Verträge, dann werden wir verurteilt, kriegen wir Ärger, je nachdem lösen die dann die Verträge auf. Und dann hat man so eine Mischlösung gemacht, irgendwie so halb, aber nicht ganz, dass wir so einen Inländervorrang haben, das ist nicht so richtig mit EU-Recht vereinbar. Das quasi, wenn man eine Arbeitsstelle frei hat, man, der Depp springt da echt immer runter, ne? Ich werde da demnächst echt so einen Zaun anbauen. So einen Pfosten. So. Damit, man halt da wieder quasi entscheiden kann, wer kommt in die Schweiz und wer nicht. So. Was eigentlich jedes Land früher immer so selber gemacht hat, macht halt heute die EU für uns. Das hat dann schwer zu akzeptieren. Hör mal, wir sind ja gar nicht in der EU, warum machen die das trotzdem für uns? Ja, ist halt so. War eine Bedingung der EU, dass sie das entscheiden dürfen, beziehungsweise eben diese Personenfreizügigkeit irgendwo in Kraft geht. Für andere Zugeständnisse, vor allem Marktzugang für die Schweiz, der ja für uns sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir haben einen kleinen Binnenmarkt, also inländischen Markt. Wir sind auf den EU-Markt angewiesen. So, im Gegenzug dürft ihr zu uns kommen, um zu arbeiten. Das steht jetzt aber auch auf der Kippe. Das Problem ist, wenn diese Personenfreizügigkeit, sag ich mal, hops geht, durch diese Abstimmung zum Beispiel, dann ist höchst fraglich, inwiefern die anderen bilateralen Verträge überhaupt noch gültig sind. Weil es gibt die sogenannte Guillotine-Klausel. Wenn einer wegfällt, fallen alle Verträge weg. So, auf einmal hätte die Schweiz so eine quasi Brexit-Situation. Also, wir wären nicht ausgetreten, aber wir wären genau wie Großbritannien irgendwann in der Situation,
in der wir keinen Deal mehr hätten mit der EU, was natürlich unabsehbare Folgen hat. Vor allem, da die Schweiz viel weniger bedeutsam ist als das Vereinigte Königreich und deswegen auch ganz anderes Verhandlungsgewicht für einen neuen Deal hätte. Deswegen ist das alles sehr, sehr kritisch auch zu sehen. Ja. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Ich kann das echt null einschätzen momentan, weil die Stimmung so schwankt momentan und auch in Europa ja noch so viel passieren kann mit dem Euro, da kann ja so viel noch schief gehen. Deswegen möchte ich da auch momentan keine Prognose wagen. Ja, das ist so. Die Beziehung Schweiz-EU in Kurzform. Warum wir nicht Mitglied sind. Wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, hier diese Folge nochmal zu beenden. In der nächsten Folge werden wir ein bisschen über die Schweiz und das Geld auch noch sprechen müssen, weil die Schweiz gilt ja als sehr reich. Und da würde ich euch mal gerne so ein bisschen Einblick geben, woher das kommt, warum haben die Schweizer so viel Geld und ist das überhaupt so viel Geld und so weiter und so fort. Aber dies ist alles in der nächsten Folge. Wir haben hier nämlich jetzt was erreicht. Wir haben unseren Kram einmal in die Lava geschmissen, aber wir haben auch ein neues Gebäude aufgestellt und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Auf die nächste Folge. Ich hoffe euch auch. Und bis dahin alles Gute und habt eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.